Arthrose. Welche Symptome und Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Mehr dazu in diesem Video. Die weltweit häufigste und bekannteste Gelenkerkrankung ist Arthrose. Das Hauptsymptom ist der Verschleiß von Knorpel, dessen Aufgabe es ist, die Gelenke vor Reibung zu schützen. Eine weitere Funktion von Knorpel ist das Abfangen von Erschütterung und Stößen. Dadurch wird ein Aufeinanderprallen der Gelenke bei Belastung verhindert. Durch den Knorpel wird die Belastung gleichmäßig verteilt und der Körper geschützt. Ist kein oder nur wenig Knorpel vorhanden, so sind die Gelenke ungeschützt und es erzeugt Reibung. Daher leiden Betroffene nicht nur an Schmerzen, sondern auch an einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit. Achtung, dieses Video ersetzt keinen Arztbesuch, sondern dient lediglich dazu, einen ersten Einblick in die Thematik zu erhalten. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Hilfe in eurem Alltag braucht und einen passenden Betreuungsdienst in eurer Umgebung mit freien Kapazitäten finden wollt, dann ruft uns gerne unter unserer kostenlosen Hotline 0800 123 0401 an oder schaut einfach auf unserem Schwesterportal www.einzercare.de vorbei. Beides findet ihr auch in der Videobeschreibung, aber jetzt geht es erstmal weiter mit den verschiedenen Varianten von Arthrose. Arthrose kann an allen Gelenken auftreten. Am häufigsten sind jedoch stark belastete Gelenke wie Knie, Schulter, Hand, Finger und die Hüfte betroffen. Es wird zwischen zwei Arten unterschieden, der Monoarthrose und der Polyarthrose. Bei der Monoarthrose ist nur ein einzelnes Gelenk betroffen, bei der Polyarthrose hingegen mehrere. Eine Differenzierung ist jedoch schwierig, da es fast 100 Gelenke gibt, die von Arthrose betroffen sein können. Es kann viele Ursachen haben. Bei einer primären Arthrose kommt es ohne ersichtlichen Grund zum Verschleiß des Knorpels. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen. Dies ist bei der sekundären Arthrose anders. Bei dieser können verschiedene Ursachen festgestellt werden. Die häufigsten Faktoren hierfür sind Übergewicht, Verletzung, Fehlbelastung und andere Krankheiten. Es wird zusätzlich zwischen Stadien der Arthrose unterschieden. Im Frühstadium der Arthrose werden lediglich kleinere Veränderungen bemerkt, während im Endstadium starke Schmerzen und Gelenksteifheit zu den häufigsten Symptomen zählen. Die ersten Symptome einer Arthrose zeigen sich in Form von Schmerzen trotz Ruhezustand, durch Schwellungen am Gelenk und durch Beschwerden bei leichten Belastungen und Bewegungen. Zur Diagnose einer Arthrose haben Ärzte verschiedene Möglichkeiten. Liegt die Diagnose vor, sollten sich Angehörige und Pflegepersonal auf die neue Situation einstellen. Vor allem ist es wichtig, einen Mittelweg zwischen B- und Entlastung zu finden, denn eine andauernde Entlastung und Schonung führt dazu, dass sich die Gelenke weiter versteifen. Dies erzeugt noch stärkere Schmerzen und hilft den Betroffenen nicht. Zudem gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Diese dienen jedoch lediglich dazu, Beschwerden zu verringern und eine Verschlechterung zu verhindern, denn Arthrose lässt sich nicht heilen. Die Behandlungsmöglichkeiten variieren von einer medikamentösen Therapie bis hin zum gezielten Abnehmen. Bei einer solchen Auswahl ist es nicht einfach, eine passende Therapie zu finden. Ein Arzt oder Physiotherapeut kann bei der Entscheidung helfen. Wusstet ihr, dass 90% unserer Zuschauer unseren Kanal noch gar nicht abonniert haben? Falls du auch dazu zählst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns mit deinem Abo unterstützt. So verpasst du in der Zukunft keine Videos mehr und für uns ist jedes Abo eine große Hilfe. Habt ihr noch mehr Fragen zum Thema Arthrose? Schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Abo-Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Mein Name ist Manon, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter.